Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Uhu, was läuft in der Glotze? Wähle 203. News mit Chai Guy. Mario. Banana. Sorry, ich kann irgendwie nicht ruhig sein dabei. Kommt mir irgendwie bekannt vor, wenn man so ein bisschen an Amiibo denkt oder generell an Mini-NES oder SNES. Schnell kaufen, bevor es ausverkauft ist. Ja, da rennt er, der Donkey Kong. Und schon ausverkauft, ja. Da waren die Scalper wieder unterwegs. Oh mein Gott, ey. Ja, da fragt er sich jetzt auch, wie schnell können die denn ausverkauft sein? Sind nur gerade erst angekündigt worden. Ah, und Donkey Kong denkt an was Böses. Wobei, ich glaube, das war jetzt nur das Intro. Okay, gut. Dann, ja. Dann, ja. Dann willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, ich bin euer Undead und heute spielen wir Mario vs. Donkey Kong. Ein Spiel, auf was ich mich schon lange gefreut habe. Wollte schon viel früher spielen, aber bin nie wirklich dazu gekommen, weil ihr wisst es ja, man hat immer wieder irgendwas anderes, was man spielen möchte. Es gibt einfach zu viele Spiele. Nein, ich möchte nichts gespoilert haben. Also wird das Spiel komplett zu 100% blind sein für mich. Ich denke mal, dass vielleicht irgendwie das Intro so ein bisschen länger gehen wird oder so, dass es vielleicht oder irgendwie die Vorgeschichte ist. Ich muss sowieso erstmal gucken. Man sieht ja hier, ich spiele das Ganze über den Gameboy Player. Kann ich hier noch so ein bisschen beweisen, wo man vielleicht noch ein bisschen was einstellen kann, aber ich glaube, das passt schon so. Den Zoom habe ich schon vorher eingestellt mit einem anderen 3DS-Spiel, damit ich halt mich an den Gameboy Player gewöhnen konnte. Einfach nur, damit man auch ein bisschen mehr sieht. Wobei ich kann es mal ganz kurz zeigen, wenn ich halt hier den Zoom einstelle, dann kann man halt das Bild dran zoomen. Und ich denke mal, das ist dann für euch ein bisschen besser. Gucken wir mal ganz kurz in Optionen nach, ob es da irgendwas zum Einstellen gibt. Video-Optionen, okay. Display. Was? Okay. Das Ding hat einen Gameboy-Player-Modus. Und was verändert das jetzt dann? Okay, das wusste ich echt nicht, Leute. Deutsch, klar. Story. Aber was ist denn der Gameboy-Player-Modus? Warte mal, hat sich irgendwas verändert? Ich habe keine Ahnung, Leute. Was hat sich jetzt verändert? Ich weiß nicht. Lassen wir es einfach mal so. Wir spielen ja eh bei den Gameboy Player. Und dann fangen wir mal direkt ein neues Spiel an. Bin jetzt mal gespannt. Ah, okay, die Geschichte geht dann direkt da weiter. Okay, gut. Die armen Toads hier. Ich glaube, irgendwie wird gerade Donkey Kong zum Scalper, oder? Nur, dass er halt die Sache nicht kauft und weiterverkauft, sondern einfach direkt klaut. Und das Spiel hat sogar Sparausgabe hier. Ich glaube, ich sollte einfach mal ruhig sein. Ja, Mario kann reden. Stell es mal vor. Ach ja, ich freue mich richtig drauf. Ich bin jetzt mal wirklich gespannt. Ich habe ja vor Ewigkeiten Mario. Exakt Mario. Ich habe ja vor Ewigkeiten Donkey Kong für den Gameboy gespielt. Muss sowieso erstmal gucken, was dann hier abgeht. Und das habe ich ja geliebt auf dem Gameboy. Und. Okay, wir kriegen dann hier auch noch das Spiel erklärt. Ja, gut. Schalter drücken und dann. Okay, gut. Also einfach Erklärung. Schalter drücken, damit all die ausgegrauten Sachen aktiviert werden. Und den Schlüssel kann man. Ja, einfach greifen und spielen. Wobei ich mich jetzt wirklich frage, was der Gameboy Player Modus ist. Dann guck nochmal kurz raus. Ja, und eigentlich. Okay, mit B kann ich was greifen. Mit A kann ich springen. Ich frage mich nur gerade, ob ich halt irgendwie die Steuerung vielleicht noch einstellen könnte. Ich meine, rennen kann ich ja nicht. Kann man mir die anderen. Okay, also die Sachen gehen noch. Die kennt man noch von früher. Okay, Doppelsprung hat er auch noch drauf. Ich muss erstmal mich so ein bisschen dran gewöhnen. Rückwärtssalto. Okay, also spielt sich genauso wie Donkey Kong 4. Donkey Kong 94, ja, so nennt man es ja eigentlich, damit man es erkennt. Aber der Rückwärtssalto, den muss man wirklich schneller machen, damit er funktioniert. Okay. Alles klar. Oder kann man den nur machen, wenn man Schwung hat? Okay, also ich werde schon sehen. Muss ich mal dran gewöhnen. Ein Fragezeichen. Achso, das sind Tipps, wie man das Spiel spielt. Okay. Dass man halt im richtigen Moment abspringt. Okay, alles klar, alles klar. So, und ich sehe auch gerade ein Geschenk. Soll ich das vorher mitnehmen? Irgendwie? Ich habe.
Oh. Ja, okay, man sollte natürlich auch auf die Höhe aufpassen. Ich glaube, die Geschenke, die gehören dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob ich 100% machen werde. Oh, das war zu langsam. Aber, ja, ich guck mal, dass ich die Geschenke trotzdem bekomme. Einfach mal gucken, was passiert. Und ich finde auch die Animation sehr schön von dem Spiel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da haben sie so richtig viel Mühe gegeben. Das ist ein Game Boy Advance Spiel, muss man sich mal vorstellen. Und hat so leichte 3D-Anekdoten. Okay. Ach, das ist noch immer dasselbe Level. Ich habe jetzt gedacht, es geht schon ins nächste. Jetzt sehe ich gerade oben wegen den, ja, wegen den Geschenken. Okay, okay. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also heißt immer den Ziel hier. Okay, man kann auch so greifen, wenn man da vorne dran läuft. Alles klar. Einfach mal so ein Mini-Mario gefunden, okay. Alles klar. Also man spielt nach, klar, ein bisschen nach Punkten. Aber man kriegt, also man kriegt einen Bonus. Ach so. Okay, rot ist das gute Geschenk. Ach so. Man muss halt den Pfeil loslassen, okay. Ich habe jetzt mal genau gedrückt, wo es rot war. Okay, gut. Alles klar. Also ich habe jetzt genau an dem Punkt gedrückt, wo halt das Rote gezeigt, also wo der Pfeil auf dem Roten war. So, wenn es immer so klappt, okay. Okay, also ich denke mal schon, dass die Geschenke was dazu, ein bisschen was dazugehören irgendwie. Werden wir ja dann später sehen. Wenn nicht, dann muss ich halt noch Level so machen. Und dann wird uns direkt der Hammer angezeigt. Oh, ich habe richtig Bock auf das Spiel, Leute. Aber ich sollte vermutlich nicht so sehr trödeln hier so bei den Leveln, weil man hat ja auch schon gesehen, die Zeit ist so ein bisschen knapp geworden. Na, was erzählt uns dieses Fragezeichen hier? Umsehen mit L und R. Drücke gleichzeitig die L und R-Taste, um den Scroll-Modus zu aktivieren. Ah, okay. Also so, wie man es normalerweise gewohnt ist, wenn man irgendwelche... Ja, wenn man Leiter baut oder Brücken. Die Geräusche. Kann man sich dann so umgucken. Okay, nicht schlecht. Und das Spiel pausiert dabei auch gleichzeitig. Sehr gut. Ja. Machen wir erstmal hier die Shy Guys platt. Ich glaube, ich sollte... Kann ich den auch wieder loslassen? Ja, okay, das geht noch. Erst rot, ja, erst hier blau aktivieren, damit ich hier das Geschenk bekomme. Man muss sowieso gucken. Also gerade bei Blind Let's Plays, wobei... Achso, doch, doch, ich hab schon überlegt, ich komme noch runter, wenn ich hier... Wie heißt's? Ja, wenn ich hier den Schalter aktiviere, so rum, kriege ich das kaputt. Okay, das geht. Alles klar. Also jetzt ist nur die Frage, ich krieg wohl den Schalter nur, wenn ich den... Ja, wenn ich halt springen kann. Aber ich kann ja auch mit dem Schlüssel springen. Ja, ich habe gerade überlegt. Ich bin so ein bisschen Captain Toad Treasure Tracker geschädigt. So in letzter Zeit, was das Nicht-Springen angeht. Ha! Wo das Spiel ja auch schon lange vorbei ist. Und er hat gesagt, ja, doch, ist lange vorbei. Ach ja. Ein paar Zeit werden auf jeden Fall wieder auf 20 Minuten gehen. Und aktuell sieht es eigentlich gut aus, was die... Was Zeit angeht, aber ich glaube, das ist auch nur am Anfang speziell so. Kriege ich das Feuer kaputt? Okay, das Feuer kriege ich nicht kaputt. Außer mit dem Hammer. Okay, alles klar. Und so kriege ich den Scheiger nicht platt, okay. Aber hier kriege ich so den Hammer hoch, alles klar. Also ich versuche halt so ein bisschen wieder mich an das Spiel so zu gewöhnen. Oder eher an das Spiel sowieso zu gewöhnen. Weil es ist auch schon eine Weile her, dass ich Mario auf dem Gameboy, gespielt habe. So, und her damit. Der einfach mal auf dem Kopf steht. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön, dass sie da die ganzen Spielmechaniken noch beibehalten haben. Also wirklich, dass man... Ah, man muss einen Highscore machen, damit man einen goldenen Stern kriegt. Gut, dann probieren wir das einfach nochmal aus mit dem Leben hier. Drück mal wieder bei Gelb. Ja, halte deinen Pfeil an. Okay, und? Ja, okay, also man kann es wirklich beeinflussen. Nicht, dass es halt zufällig ist, egal wie man drückt. Muss halt im richtigen Moment... Oh ja, da ist ein Stern dran. Ich will jetzt echt überlegen. Soll ich es ganz normal durchspielen oder soll ich schon auf Sterne spielen? Weil Score ist halt so eine Sache. Wisst ihr was? Wir probieren es aus. Und, also, dass ich halt gucke, dass ich die ganzen, wie heißt es? Also schon nochmal angezeigt, da ich die ganzen Geschenke bekomme. Aber dann werde ich wohl ja nicht unbedingt direkt auf Punkte spielen, weil ja, man will ja auch irgendwo. Kann ich eigentlich? Das geht nicht. Wobei ich, wenn ich die Geschenke einzahle, muss ich sowieso auf Punkte spielen, gell? Ich
bin schon überlegen, aber ich glaube, nee, ich lasse es. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das später Level vorkommen, da die man wissen muss, wie man die perfekt spielt, um halt, um halt gute Punkte zu kriegen, weil man nicht einfach nur durchspielt, sondern auch wirklich hier, man sieht ja die Sachen einsammeln und dann auch mit Zeit. Also macht das dann schon einen gewaltigen Unterschied. Wobei ich mir halt auch gerade bei den Shy Guys frage, ob es die Möglichkeit gibt, die so in so einer Combo zu treffen, dass man halt gleich mehrere auf einmal besiegen kann. Was natürlich auch den Score verändern wird. Also ich probiere es mal, aber wenn ich halt merke, dass es ein bisschen zu lange dauern wird oder halt, dass es halt kompliziert wird, was nach Punktespielen angeht. Weil ich will es ja in erster Linie durchspielen. Ich will ja hier keine Rekorde aufstellen. Und ich sehe Punkte halt immer so ein bisschen als, als Rekord an. Nicht unbedingt als Let's Play. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich privat dann zu 100% spielen werde. So, alles klar. Aber das ist halt jetzt nur so der Anfang. Weil da müsste ich nämlich die Level sowieso immer zweimal spielen. Einmal zu gucken, wie ich sie durchbekomme. Und einmal... Ja, und einmal halt so. Oder ich mache euch den Vorschlag. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, dass ich dann hingehe und die Sterne offscreen hole. Das kann ich machen. Weil dann habt ihr das Level gesehen und ich kann mich dann darauf konzentrieren, das auf Punkt zu spielen. Sollte man da irgendwas freischalten können, das meine ich damit. Achso, das wurde uns ja gerade gezeigt. Also nur damit man halt, damit man auch vorankommt, sag ich mal. Ah, okay. Man sieht auch schön an der Animation von Mario, wie weit er braucht, damit er, bis man ihn mit Schwung nach oben schicken kann. Okay, wie kriege ich dieses Geschenk ohne... Achso, okay, ich sehe schon. Also, wenn wir den Schalter drücken, dann fallen ja die Mülleimer runter. So, Achtung. Alles klar. Und dann kriegen wir auch das Geschenk. So soll man das machen. Wäre auch anders gar nicht möglich gewesen, denke ich mal, dass man darüber springt. Weil man kann ja, wie bei anderen Mario-Spielen, man kann ja nach vorne springen und leicht nach hinten drücken, aber nicht wirklich, ich bin halt immer noch bis an der Steuerung. da links sind Stacheln, damit man da nicht drüber springt. Und wenn man es halt von den anderen Mario-Spielen gewohnt ist, dann sollte man nicht zu tief fallen, weil sonst lässt man den Schlüssel fallen. Das gefällt mir so, die Animation hier, also richtig schön flüssig. So, also ich denke mal, dass es vielleicht sogar eine gute Idee ist. Kann ich euch hier hinwerfen? Ja. Also, dass man halt gucken kann, wie man an das Geschenk kommt. Ui, Achtung. Wir lassen uns mal ein bisschen Zeit, wie gesagt. Das mit den Sternen, das mache ich dann wohl doch. Ja, ich glaube schon. Ihr könnt mir zwar schon gerne schreiben, wie ihr es gerne gehabt hättet. Aber ja, solange es halt klappt, okay. Aber wenn es halt wirklich zu lange dauert, dann gucke ich halt, dass ich Sterne offscreen kriege. Oh, ich hätte sogar noch ein paar mehr Punkte holen können, gell? Wenn ich die Shy Guys abgeworfen hätte. Aber man sieht auch immer schön, was für eine Punktzahl man erreicht. Die habe ich sogar. Okay. Also noch geht's ja. Aber ich habe da leichte Bedenken, weil das Spiel wird ja nicht leichter. Es wird schwieriger. Und deswegen möchte ich mich nicht jetzt auf irgendwas festlegen, was ich am Ende dann vielleicht bereuen werde. So. Aber das mit den Geschenken hier klappt zumindest. Sehr gut. So. Ja, also wir kommen gut voran. Und ich denke mal, dass wir noch für eher vorankommen würden, wenn ich, okay, die muss man sich ducken. Ist auch schön, dass man das auch wirklich so gezeigt bekommt für Leute, die halt die anderen Teile nie gespielt haben. Dann seht ihr das auch mal kurz. Da oben ist der Schlüssel. Was auf jeden Fall auch sehr schön ist, dass die Level nicht zu, noch nicht zu groß sind. Also man sieht halt schon, dass man so ein bisschen abkürzen kann, wenn man halt das gewohnt ist. Aber mir scheint doch nichts mehr zu geben als das hier, okay. Kann ich mich mit dem Schlüssel ducken? Nein. Schlüssel werfen und so rum. Ist auch schön gemacht, dass man an dem Schlüssel auch eine Zeit hat, damit man auch weiß, wann er verschwindet. Ich denke mal sogar, dass man sogar mehr Zeit hat, als noch zu Donkey Kong 94. Oh, Elektro. Achtung. Und Leben hier oben, die werde ich jetzt nicht unbedingt einsammeln. Achtung. Weil, muss nicht sein. Ihr habt ja gesehen, dass ich auch so genug Leben bekomme, wenn ich die... Oh, ich wollte eigentlich schon dran. Na komm, Rückwärtssalto. Oh, geht auch ohne. mir fehlt aber jetzt ein Geschenk. Da unten, stimmt ja. Geschenke wollte ich ja schon holen. Alles klar. So, aber das ist... Man merkt aber auch schon, hier bei dem Spiel haben sie sich auch richtig so ein bisschen Mühe gegeben. Oh, oh. Go, go, go.
oh je, gut, dass es noch gereicht hat. Dass man halt, wenn man die Sprünge drauf hat, dass man auch gut abkürzen kann. Heißt, ich denke mal, ich überlege wieder zu viel mit den Sternen. Wie gesagt, solange wir sie kriegen, ist okay. Wenn wir sie nicht kriegen, kann ich es auch offscreen machen. Alles kein Problem. Und man merkt aber auch, dass es viel mit Zeit zu tun hat, wie man die Punkte bekommt. Wobei man natürlich nicht vergessen kann, dass die Geschenke auch ziemlich viele Leben geben. Ziemlich viele Punkte geben, so rum. So, ja, also das ist echt nicht schwer, die Leben da zu kriegen. Weil der Pfeil bewegt sich auch ein bisschen arg langsam, muss ich sagen. So, gleich mal weiter hier. Was gibt's nun? Achso, jetzt wird mir hier erklärt, was ich schon vorher hätte auswählen. Achso, dass man Sachen nach oben werfen kann. Okay, gut, stimmt. Und werfen. Alles klar. So, okay. Dann gucken wir mal. Ja, haben wir ja schon erklärt bekommen. Also, ich halt hier. Oder auch so werfen. Kann auch geradeaus. Also gut, dass man hier die Mülleimer erst kaputt bekommt, wenn man halt auch Gegner mit abwirft. So, Schalter drücken. Ich denke mal, dass man den Schalter jetzt drücken musste, weil... Ne, warum musste man ihn eigentlich drücken? Ach so. Einfach nur, damit man an das Geschenk kommt. So rum. So, dann springen wir wieder hoch. Alles klar. Also, wie gesagt... Wenn man sich an das Spiel dann gewöhnt hat wieder, dann kriege ich auch wieder schon das Gefühl dafür, wie man die Level lesen muss, sage ich mal. Damit man, möglichst gut durchkommt. So, ihr kleinen Shy Guys. Hauptsache, die haben Spaß. Oh, ich wollte jetzt eigentlich nicht unbedingt gleich den Hammer nehmen, aber okay. So rum. Oh. Eieiei, das ging ja schnell. Aber gut, stimmt, man ist ja nicht unverwundbar, wenn man den Hammer hat. Man muss halt trotzdem seinen Rücken decken. Okay, aber da hat man zumindest mal gesehen, was passiert, wenn man Game Over geht. Sollte man natürlich vermeiden. So, jetzt machen wir erstmal hier das Ding kaputt und dann geht's hier weiter. So, wobei ich mich dann schon interessieren würde, was jetzt das untere Fragezeichen da jetzt zeigt. Na du? Ui, es gibt sogar gute Punkte, wenn man in Combo besiegt. So, was sagst du hier? Achso, du selber, ja. Okay. Falls man es im vorigen Level übersehen hat, oder was? Eieiei. So, hallo Shy Guy, weg mit dir. Und greifen. Ah! Verdammt, jetzt habe ich das blaue Geschenk vergessen, vor lauter. Ah! Ja, das möchte ich natürlich auch holen. Und schon reicht die Punktzahl nicht. Ich denke mal, dass das... Oder habe ich es lange gebraucht? So, das Geschenk muss ich unbedingt holen. Wobei ich mich natürlich frage, müssen wir jetzt alle Geschenke nochmal holen oder reicht es, wenn wir nur das eine Geschenk holen? Ist ja auch ganz gut, dass man das dann auch so lernen kann, aber ich glaube, dass man alle holen muss. So, machen wir es so. Geht schneller, als wenn man die Leiter benutzt. Alles klar. Wobei man den Schalter jetzt nicht unbedingt... Oh. War ich schon zu hoch, Mario? Benimm dich mal. Hey. So, Schlüssel holen. Alles klar. Also, es gibt auf jeden Fall bei dem Spiel auch garantiert Leute, die da richtig durchheizen. Achtung, wir müssen in Richtung Wind drücken. Und die dann halt auch wirklich eine gute Score und eine gute Zeit hinlegen. Aber ich möchte ja, wie gesagt, ganz normal spielen. So, aber jetzt holen wir uns auch auf jeden Fall mal diesen... Das Geschenk da oben. Also, ich glaube schon, dass die Geschenke noch einen extra Bonus geben. Sonst, hätte das mit der Punktzahl nicht so mies ausgesehen. So. Gehen wir nach unten. Einfach nur, weil wir es können. Hier mit dem... Oh. Schon weg ist der Hammer. Schade, dass er auch weg bleibt. Irgendwie, weil... Ja. Dass man halt nicht nochmal den holen kann. Achtung, der Steiger da oben ist so ein bisschen im Weg, sage ich mal. So, weg mit dir. Und geschafft. Also man kommt gut voran. Also so lang sind die Level nicht, aber man sieht halt schon. Oder kriegt man den Zeitbonus erst, wenn man alle Geschenke hat. Kann natürlich auch sein. Immerhin haben wir den Stern dazu bekommen. Passt doch. Dann hat es wenigstens gelohnt. So. Aber ich denke mal... Oh, jetzt habe ich gar nicht... da habe ich weggeguckt, nicht darauf geachtet, wo was drin ist. Dann machen wir es halt beim Roten. Okay, das war der Richtige. Okay, stimmt. Okay, gut. Dann, ja... Das war's dann mit dem ersten Part.
denke ich mal. Ich hoffe, hat euch wieder gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir auf jeden Fall auch einen Daumen hoch geben, falls es euch gefallen hat. Oder auch abonnieren, falls ihr mehr von Mario vs. Donkey Kong sehen wollt. Ich muss mich erst wieder dran gewöhnen, dass ich ein neues Let's Play hier angefangen habe. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.